Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir heute mal eine Wasserkühlung und einen Luftkühler von Systemtreff, wie das Thumbnail ja auch schon sagt. Und zwar den ITS Raven 220 von Systemtreff selber. Also die lassen den irgendwo produzieren, labeln das dann um, dann ist es ihrer. Und die Wasserkühlung ist eine Phaser ITS 360C und die werden wir heute einfach mal testen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum hast du Sachen von Systemtreff da? Ganz einfach, ich habe ja des Öfteren mal Systeme von denen reviewed. Ihr kennt ja meine Taugt da was Videos. Und da konnte ich nie so wirklich was dazu sagen, wie viel so ein Luftkühler schafft und so eine Wasserkühlung schafft, wenn das so diese eigenen gelabelten Produkte waren. Und da haben die dann gesagt, weißt du was, wir schicken dem Dude jetzt einfach mal die Sachen und dann hält er vielleicht auch mal irgendwann die Schnauze. Nein, natürlich nicht. Die haben halt gesagt, hey, wenn du es nicht genau weißt, teste sie doch einfach mal selber. Dann kannst du in Zukunft, wenn du mal so ein Talk da was Video machst, auch sagen, okay, der Kühler, der kann jetzt, was weiß ich, 200 Watt abtragen und dann wissen die Leute auch, woran sie sind. Dementsprechend werde ich dieses Review ungefähr so aufbauen wie das vom Deepcool vom letzten Mal. Also ich werde diese Abstufung machen, 150 Watt, 180 Watt, 200 und 220 Watt auf dem 12700K mit dem Luftkühler und natürlich auch mit der Wasserkühlung. Dann gibt es zum Schluss wieder ein schönes Diagramm. Da könnt ihr dann sehen, hat der Kühler das überhaupt gepackt und wenn ja, wie viel Grad waren es dann? Und das schauen wir uns jetzt an. Und ihr kennt das ja von mir, gar nicht lange schnacken, direkt lostesten und dann seht ihr auch die Ergebnisse. Und bevor ihr euch wundert, zu dem Kühler hier gab es keine Umverpackung, zu der Wasserkühlung schon und ab Quartal 3 2024 soll man die auch einzeln erwerben können bei Systemtreff im Shop. Ich kenne die Preise nicht, keine Ahnung, der konnte mir dazu nichts sagen. Also wenn ihr jetzt sagt, boah, die Wasserkühlung ist aber geil, könnt ihr euch die dann irgendwann kaufen. Wann es genau soweit ist, weiß ich nicht. Mir wurde gesagt Quartal 3, von daher. Aber gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, wir starten mit dem Luftkühler und danach machen wir die Wasserkühlung. Starten wir erstmal mit dem Kühler an sich. Das ist ein ganz normaler 120 mm Lüfter, der mit diesen Klemmen gehalten wird. Das System, das kennen wir von ganz vielen Herstellern, unter anderem auch von Endofy oder Be Quiet. Ganz normaler PWM-Stecker natürlich dabei. Wenn wir hier oben das Ende der Heatpipes mit dazu nehmen, sind wir bei ungefähr 155 mm. Insgesamt haben wir hier 6 Heatpipes, was auch schon ganz ordentlich ist. Die sind auch unten komplett freigeschliffen. Manchmal hat man da ja noch eine Fläche dazwischen, die sind aber frei. Da ist auch noch der Aufkleber drauf, den man natürlich vorher abknibbeln sollte. Und auf der Oberseite haben wir ein schief draufgeklebtes Systemtreff-Logo. Das könnt ihr übrigens abknibbeln, das ist nur ein Aufkleber. Und das ist halt so ein Kühler, wie man ihn auch kennt. Also ist jetzt nichts Besonderes, fühlt sich qualitativ aber tatsächlich ziemlich gut an. Also wenn man das jetzt so vergleicht mit Be Quiet und so weiter, finde ich da jetzt keinen großen Unterschied. Meistens ist der Unterschied auch bei der Montage zu finden. Wir haben auch hier eine ganz stinknormale Anleitung mit dabei. Das ist einfach nur ein so ein Zettelchen. Hier haben wir die Montagemöglichkeit für AM5. Dann hier die typischen Intel-Sockel, also LGA17XX, 115X und so weiter, also auch für die älteren Sockel geeignet. Ihr könntet, wenn ihr Bock habt, auch noch auf AM4, AM3+, AM3, AM2+, also wirklich die ganz alten Sockel, das Ganze montieren, das funktioniert. Im Lieferumfang hätten wir diese Tüte und man sieht auch schon, Wärmeleitpaste ist nicht voraufgetragen, sondern als Tube mit dabei. Bin ich mal ein Freund von, dann kann man es auch mal öfter demontieren oder wieder montieren, aus welchen Gründen auch immer. Da ist sogar so ein kleiner Spachtel mit dabei. Das heißt, ich werde gleich die Wärmeleitpaste mal so ein bisschen verteilen damit. Hier wären die passenden Rändelschrauben für AM5. Diese Tüte hier ist leider nicht beschriftet, aber vielleicht werden wir da in der Anleitung schlau. Hier hätten wir die Abstandshalter und hier oben sieht man auch, die sind auch beschriftet. Da steht zum Beispiel AMD. Und dann haben wir hier noch diese Backplates. Vollmetall, passt auch. Da wir ja hier einen 12700K haben, nehmen wir da LGA 1700 natürlich. Und jetzt weiß ich auch, warum auf der einen Tüte keine Beschriftung drauf war. Das sind nämlich einfach nur die Schrauben, die immer von unten drunter kommen, zumindest jetzt hier bei Intel. Und dann hat man nur diese Rändelschrauben, die oben drauf kommen. Ungefähr so wie bei Deepcool. Ja, damit ihr das nochmal seht. Das wird einfach von hinten durch die Backplate geschoben. Die Rändelschrauben kommen dann zum Schluss oben drauf, wenn die Abstandshalter dazwischen sind. Die Backplate habe ich jetzt auch schon montiert. Also ich habe einfach die Schrauben von hinten durchgesteckt. Was ich ganz witzig finde, diese Abstandshalter scheinen wirklich irgendwie multi-einsatzfähig zu sein, weil hier drauf steht halt Intel und hier auf der anderen Seite steht einfach AMD. Naja gut, ich stecke sie jetzt so rein, dass Intel oben steht. Das wird schon richtig sein. Jetzt packen wir hier einfach den Rahmen drauf und schrauben den mit den Rändelschrauben einfach fest. So, und dann packen wir jetzt mal die Wärmeleitpaste da drauf und verteilen das dann auch gleich schön mit dem kleinen Spachtel, der da mit dabei ist. Na komm, das kann sich doch wohl sehen lassen, oder nicht? Und jetzt packen wir sozusagen nur noch so den Kühler drauf und dann schrauben wir die ganze Nummer mal fest. Ich habe die beiden Schrauben jetzt natürlich auch so fest angezogen, wie es geht. Nach fest kommt ab, nach ab kommt Arbeit. Deswegen, das wird schon so gehen. Jetzt klemme ich auch hier den Kühler wieder fest. Aber ich sag euch, diese Befestigungsmethode habe ich noch nie so richtig gefeiert. Ich habe auch immer ein bisschen Struggle damit, ehrlich gesagt. Dann geht irgendwo wieder ein Haken raus oder auch nicht.
So, also auf der linken Seite ist er drin, auf der rechten Seite auch und schon ist der Kühler fest. Ist natürlich eine einfache Methode, klar, aber ich konnte das noch nie leiden. Den Stecker, den packen wir jetzt auch schön auf CPU-Fan. Ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, dass der nichts Besonderes ist, ne? Der hat kein RGB oder sonst irgendwas, ist halt relativ schlicht. Aber ich finde ihn ehrlich gesagt okay. Also optisch gesehen gibt es schlimmere Kühler, wirklich. Und ich finde es auch gut, dass der schwarz lackiert ist. Ich habe selber einen schwarz lackierten bei mir im System. Die silbernen, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Er ist dezent. Und vor allen Dingen, wenn man das aus dem Aspekt eines Systemintegrators mal so ein bisschen betrachtet, wenn man jetzt sehr oft immer diesen Kühler verbaut, dann braucht man auch nicht mehr in die Anleitung gucken oder sonst was, sondern der ist halt wirklich schnell und einfach montiert. Das ist ganz gut für einen Systemintegrator, geht halt schnell, wird Zeit gespart und dementsprechend auch Geld. Und damit ihr auch wisst, was wir hier für eine Testumgebung haben, also ich lasse den permanent jetzt auf 100% ballern, den Lüfter. Der dreht dann so 1875 plus minus 20 Umdrehungen. Und das lasse ich auch bei allen einzelnen Stages so, also 150, 180, 200 und 220 Watt. Und jetzt trage ich in den TDPs, das kennt ihr ja schon, einmal die 150 Watt zum Beginn ein. Die ganze Nummer speichern wir jetzt. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt den Belastungstest. Wir sind jetzt bei 41 Grad. Hier unten seht ihr dann immer die Leistungsaufnahme. Die ist auf 150 Watt begrenzt. Und der Test läuft wie immer für 10 Minuten. Und das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Das sollte eigentlich nicht so sein. 150 Watt sollte er eigentlich schaffen auf dem 12700K. Und ich weiß auch, dass ich definitiv alles richtig festgedreht habe. Ich montiere den Lüfter jetzt nochmal ab und guck mal, wie sich die Wärmeleitpaste verteilt hat. Das ist jetzt so sau peinlich. Aber hey, jetzt wissen wir, was passiert, wenn man die Folie vorher nicht entfernt. Ach, meine Güte. Der Abdruck sah actually ganz nice aus, aber die Folie, naja. Ich habe euch gewarnt und durch die Warnung habe ich es vergessen. Nein, ihr seid nicht schuld. Ich mache jetzt nochmal neue Wärmeleitpaste drauf und dann testen wir nochmal. Oh, meine Güte. So, jetzt aber 10 Minuten Test im Zeitraffer. Da ist eine Folie noch drauf. Ich sollte schlafen gehen. Ich hab getestet, direkt 100 Grad. Ich denke so, ach, das Druckbild ist eigentlich ganz schön so, ne? Aber ja. Ja. So, die 10 Minuten sind um. Ich stoppe den Test jetzt wieder. Und wir waren hier in der Spitze bei muckeligen 82 Grad, was aber noch völlig in Ordnung ist. Vor allen Dingen, gut, wir haben jetzt hier einen offenen Testaufbau. Das kann vorteilhaft oder auch nachteilhaft sein. Je nach Case kriegt man ja von den Gehäuselüftern noch ein bisschen Kühlung mit. Aber so ist jetzt halt das Ergebnis auf der offenen Testbench. So, und jetzt starten wir auch direkt den Test mit 180 Watt TDP. Hier wären wir jetzt auch durch mit dem Test und ja, er erreicht schon die 96 Grad. Allerdings habe ich hier eben noch gesehen, dass die Minimalleistungsaufnahme dauerhaft so bei 179 Watt war. Das bedeutet, er hat noch nicht so ganz gefrottelt, aber ich denke, jetzt gleich bei 200 Watt wird das definitiv passieren. So, jetzt der Test mit 200 Watt. Ich bin gespannt. So, die 10 Minuten sind auch rum. Ich lasse es gerade noch ein bisschen weiterlaufen. Man sieht, die CPU drosselt sich selber auf ca. 186 Watt runter. Das bedeutet, das ist so die Grenze. Mir wurde auch von Systemtreff gesagt, dass deren interne Grenze, wo sie diesen Lüfter bzw. Kühler verbauen, bei 180 Watt liegt. Und ich denke, ja, das kann man so unterschreiben. Wenn man jetzt natürlich ein beschissenes Gehäuse hat, dann vielleicht eher nicht so. Aber 180 Watt, ja, kann man schon machen. Deswegen würde ich auch sagen, schenken wir uns einfach den Test zu den 220 Watt. Der wird sich genauso runterdrosseln auf diesen Wert hier vorne. Und dabei belassen wir es jetzt einfach auch. Hier hätten wir auch nochmal eine Übersicht über die Ergebnisse von dem Luftkühler, von dem Raven 220 vom Systemtreff. 82 Grad bei 150 Watt über 10 Minuten, 96 Grad bei 180 Watt und 102 Grad bei 200 Watt. Na gut, er limitiert sich dann nach 7 Minuten auf 186 Watt runter. Aber das Ergebnis ist gar nicht so schlecht für einen Single Tower Luftkühler.
Und hier hätten wir jetzt die Systemtreff ITS360C Black Phaser. Ich sehe jetzt schon, ich brauche ein Weitwinkelobjektiv, weil der Karton so groß ist. Aber ja, ist eine 360er Wasserkühlung. Die testen wir natürlich gleich auch ausgiebig. Für die meisten erstmal ganz wichtig, Asus AuraSync kompatibel, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Like, ASRock Polychrome und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt die RGB-Steuerung damit ansteuern über euer Mainboard. Das ist ein Aluminium-Radiator, Radiator mit 3 Highspeed ARGB-Lüftern, 9 Luftblatt-Design für verbesserten Luftstrom, ja von mir aus, Doppelschlauch, langlebig und flexibel in Premium-Optik, ja das werden wir auch gleich noch sehen, und ARGB-Ready, was ich ja gerade schon sagte, vollständig kompatibel mit ARGB-Mainboards. Und die unterstützt natürlich auch 13. Generation Intel, somit auch die 14. Generation, also aktuelle Sockel. Hier haben wir auch noch ein bisschen Werbetext. Ja gut, CPU-Wasserkühlung optimiert für geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistung. Werden wir natürlich gleich messen. In Kombination mit der niedrigen Finnendichte des Radiators wird eine effiziente Kühlung gewährleistet, sodass leistungsstarke Prozessoren effektiv gekühlt werden. Ja, wir testen ja gleich bis 220 Watt. Der PWM-Lüfter, also einer, synchronisiert sich mit dem Motherboard, um eine optimale Kühlung bei gleichzeitig geringen Rauschen zu gewährleisten. Ja, von mir aus sind zwar 3, aber naja. FEP-Schläuche machen ihn langlebig und dennoch flexibel. Gut, Langlebigkeit kann ich jetzt nicht testen. Ummantelter Schlauch an der Außenseite für einen erstklassigen Look. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Die Installation ist sowohl für Intel als auch für AMD-Plattformen schnell und einfach. Sehen wir ja gleich, was alles unterstützt wird. Der ARGB-Controller mit mehr als 55 Lichteffekten regelt die Intensität und Geschwindigkeit der Beleuchtung. Das bedeutet für mich, dass man das nicht nur mit dem Mainboard ansteuern kann, sondern wenn man jetzt ein Mainboard hat, was vielleicht noch keine ARGB-Steuerung hat, dass das eine integrierte Steuerung hat. Der Pumpenblock und die 2 Lüfter, jetzt sind schon 2, eben war es nur einer, jetzt sind 2, sind mit einer digital adressierbaren RGB-Beleuchtung ausgestattet, die über die gängigen Synchronisationsschnittstellen der großen Mainboard-Hersteller gesteuert werden kann. Haben wir ja eben angesprochen. Hier nochmal die technischen Daten. Wer sie sich jetzt genau durchlesen möchte, stoppt das Video einfach an der Stelle. Ansonsten sehen wir hier LGA 1700, 1200, also die älteren Sockel dementsprechend auch schon unterstützt. AM4, AM3 Plus, AM3, AM2 Plus, AM5, also der aktuelle und auch die älteren Sockel. TDP 300 Watt. Da ärgert es mich jetzt, dass ich halt nur bis 220 Watt testen kann, aber ich mache ja auch immer 10 Minuten Tests. Ne? Die Lüfter sollen mit einer Drehzahl von 900 bis 1800 Umdrehungen die Minute laufen, plus minus 10%. 31,3 dBA. Ja, ist immer so die Frage, wie messen die das? Ich mache ja immer so meine sporadischen 20 cm von der Wasserkühlung weg. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen ist. Ja, und die Pumpe, die rammelt mit 2500 Umdrehungen daher, die stelle ich auch gleich einfach wieder auf 100%. So sieht die ganze Nummer von innen aus. Hier haben wir wieder das Zubehörpaket, wo eine Backplate mit dabei ist und Wärmeleitpaste sehe ich hier auch schon einzeln. Und hier haben wir halt die komplette Wasserkühlung. Was ich hier schon mal cool finde, die Lüfter sind vormontiert, die sind auch schon miteinander verkabelt. Dann habt ihr hier nur noch das PWM-Kabel bzw. den PWM-Stecker und dann dementsprechend 5 Volt ARGB. Und vom Design her finde ich die Lüfter gar nicht mal so schlecht. Ob das mit dem Logo sein muss, naja gut, ist eine Systemtreff-Wasserkühlung, deswegen ist halt das Logo da drauf. Aber die Lüfter an sich finde ich cool. Hier oben noch ein bisschen gummiert, hier auf diesen Fans so kleine Abstufungen, ob das jetzt nur Design ist oder was bringt, fragt mich was Leichteres. Aber wir werden es ja gleich sehen. Der Schlauch sieht übrigens genauso aus wie bei allen anderen Wasserkühlungen auch, die ich bisher so getestet habe. Auf dem Pumpenkopf ist jetzt noch so eine Folie drauf, die ziehen wir natürlich ab, aber das ist auf jeden Fall hochglänzend. Und ich schwöre es euch, diesmal denke ich an die Folie, die hier drauf ist. Das hier habe ich auch noch nie gesehen. SATA Strom zu 5 Volt ARGB. Hier oben sind noch so 2 Beinchen. Es kann sein, dass hier vielleicht sogar so eine kleine Platine drin ist, womit man dann die RGB-Steuerung sozusagen durchschalten kann. Da kann man dann vielleicht seinen Reset-Knopf vom Gehäuse oder so dran machen. Aber das testen wir gleich mal. Ich habe auch noch nicht in die Anleitung reingeguckt. Ich habe nur dieses Kabel gesehen und mich einfach nur gewundert. Hier haben wir wieder eine stinknormale Backplate, allerdings diesmal aus Kunststoff. Das hier scheinen diese Intel-Rahmen zu sein, die man an dem Pumpenkopf festmacht. Dann haben wir hier verschiedene Schrauben mit Federungen. Hier sieht man auch schon 2011 und da steht auch noch Intel drauf und so weiter. Die sind auf jeden Fall alle beschriftet, welche Schrauben man dann nehmen soll. Hier ist wieder die Wärmeleitpaste, wieder mit dem Spachtel dabei. Das heißt, ich kann gleich wieder schön rumsauen. Und das hier sind solche Fan-Screws, die werden sehr wahrscheinlich dafür benutzt, um den Radiator einfach am Case festzumachen. Das hier sind übrigens die Schrauben für den Pumpenkopf, wenn man dann diese Montagerahmen da festmachen will. Ich finde das immer schön, wenn man nur 4 Stück braucht und 5 Stück drin liegen, weil die wissen genau, wenn einer wie ich daran rumschraubt, dann geht meistens eine flöten. Und so sieht die ganze Nummer jetzt aus im Falle von Intel, wie man das montiert. Einfach von hier unten diese 4 Schrauben rein, oben diesen Rahmen einsetzen. Der ist auch so ein bisschen so eingeklemmt, man sieht das hier vorne. Der rutscht also so da rein, dann schraubt man das schon mal fest. Die Backplate habe ich jetzt schon mal dahinter gepackt. Man sieht da jetzt nicht allzu viel von, weil dieses Gewinde sehr kurz ist. Aber da sind hinten auf der Backplate auch so Klebepads drauf. Das heißt, das bleibt jetzt auch so, auch wenn ich die Hand wegnehme.
Und da hat man dann quasi das Gewinde, wo man dann gleich mit diesen Bolzenschrauben reingeht. Also ich kann es euch wirklich nicht sagen, warum es so ist, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Wärmeleitpaste ein bisschen zähflüssiger ist und sich deswegen auch nicht so gut verteilen lässt wie die andere bei dem Luftkühler. Wenn das jetzt beides die gleichen sind, weiß ich nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Aber gut, ich habe es jetzt verstrichen. Ihr seht es, da kommt jetzt der Kühler drauf, beziehungsweise halt die Wasserkühlung. Also ich habe die ganze Nummer jetzt hier festgeschraubt. Das sind dann diese Bolzenschrauben mit der Feder unten drunter. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da was. Also ich habe bei anderen Montagemöglichkeiten, unter anderem von Deepcool, das so gehabt, dass hier noch so ein Abstandshalter dazwischen war. Da habe ich mich irgendwie sicherer gefühlt. Klar, die Dinger liegen dann hier unten auf. Da könnt ihr gar nicht weiter reinschrauben. Aber das eiert dann beim Montieren so ein bisschen rum. Man muss dann über Kreuz schrauben, was man sowieso sollte, klar. Aber irgendwie, mir fehlt da was. Ich meine, es ist jetzt fest, wir testen jetzt so. Ich hätte es lieber gehabt mit noch so einem Montagerahmen oder so. Das wäre cool gewesen. Ja, ich bin auch ein Schlaufuchs. Auf dem Ding steht sogar drauf ARGB-Controller. Wisst ihr was, den gucken wir uns gleich an. Ich nehme erstmal normal die Mainboard-Steuerung. Und damit ihr jetzt nochmal eine kurze Übersicht bekommt, hier ganz normal wie immer die Testbench. Die Wasserkühlung hochkant gestellt, als würde man sie jetzt in die Front von einem Gehäuse einbauen. Und nein, der Karton, der verdeckt nichts von der Kühlfläche, sondern der ist nur dafür da, dass die jetzt einfach nicht umkippt. Und den ersten Start mache ich jetzt erstmal ohne vorherigen Test. Dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Tippe hier schon mal fürs BIOS und wir haben hier tatsächlich im Pumpenkopf das Systemtreff-Logo. Das ist ja witzig. Aber ich muss sagen, das mit den Ringen hier sieht eigentlich ganz cool aus. Erinnert mich ein bisschen an Be Quiet, aber die sind nicht so breit. Die sind ein bisschen dünner. Man sieht es hier auch, Doppelringe. Hier vorne bei der AEO genauso. Einmal so ein geteilter Außenring, dann ein durchlaufender Ring und das Systemtreff-Logo. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen besser sehen. Das ist übrigens die Umdrehungszahl von der Pumpe. 2660 ungefähr, sieht man jetzt oben rechts in der Ecke. Und angegeben sind, glaube ich, 2500 Umdrehungen. Also das passt soweit. Die Umdrehungszahl von den Lüftern von der Wasserkühlung habe ich jetzt auf Maximum gedreht. 1950, sie soll eigentlich nur 1800 plus minus 10%. Ja, okay, dann kommt das hin. Aber die lassen wir jetzt auch auf 100% erstmal ballern. Wobei, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Ich habe sie jetzt noch mal kurz auf Silent gestellt. Das Pumpengeräusch. Das ist nicht vorhanden. Ihr hört es nicht. Also ihr hört mich ja jetzt im Hintergrund sprechen. Ich halte das Mikro wirklich dran. Also ich höre hier jetzt aus dem Abstand nichts. Und die läuft wohlgemerkt auf 100%. Und da muss ich wirklich sagen, bei der Deepcool Wasserkühlung, die ich jetzt vor kurzem getestet habe, die mit dem Bildschirm, die Mystique, da war das deutlich zu hören. Hier überhaupt nicht. Die dreht auch ein bisschen langsamer, keine Frage. Aber die macht auch kein Krrr oder sonst irgendwas, sondern die ist einfach still. Das erste TDP-Limit wie immer 150 Watt. Dann machen wir 180, 200 und 220. Ey, ohne Witz, lasst uns nicht drüber reden. Ich mache das nicht, um irgendwie Kommentare zu generieren oder sonst was. Ich habe es echt schon wieder vergessen. Aber bevor ich den Test gemacht habe, ich dachte so, wo ist die Folie von dem Pumpenkopf? Und dann habe ich hier vorne nur die Folie gefunden von der Scheibe, aber nicht die Folie. Egal, jetzt wissen wir, dass die Tube auch für zweimal auftragen reicht, die dabei ist. Weiterer Vorteil, die Wasserkühlung hat sich jetzt gesynkt mit der Mainboard-Software. Also leuchtet jetzt nicht mehr so stumpf orange, sondern RGB halt. Und glaub mir, es sieht halt außerhalb der Kamera viel besser aus. Und der Pumpenkopf, gut, der macht halt genau das Gleiche, ne? Also die kommen wirklich kräftiger rüber. Die Kamera kann das einfach nicht so einfangen. So, der erste Test, 150 Watt TDP Leistungsaufnahme, 10 Minuten im Schnelldurchlauf. So, die ersten 10 Minuten werden damit auch durch. Bei 150 Watt TDP sind wir bei schnuckeligen 64 Grad gelandet und das tragen wir jetzt so ein. Und dann stellen wir jetzt hoch auf 180 TDP. So, zweiter Test, 180 Watt TDP. So, und die 180 Watt sind auch soweit durch, 10 Minuten Test. Da sind wir jetzt in der Spitze bei 76 Grad gewesen. Und dann schrauben wir jetzt die ganze Nummer auch auf 200 Watt.
So, unter 200 Watt waren wir hier bei 84 Grad, hält sich noch wacker und dann machen wir jetzt noch die 220er Grenze. Und los geht's mit 10 Minuten 220 Watt. So, die 10 Minuten sind rum. Jetzt haben wir hier auch ein schönes Beispiel. Der Prozessor regelt sich selber auf 60 Watt eben runter, dass er wieder ein bisschen kühler wird, weil er hier schon die 91 Grad gepiekt hat. Also von den 300 Watt, die die Wasserkühlung verspricht, kann hier nicht die Rede sein. Und ich hatte mir halt erst so Sorgen gemacht, ach ja, die werden mit 300 Watt, so einen starken Prozessor habe ich gar nicht. Ja, 220 Watt reichen halt auch schon, dass er sich dann drosselt. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben hier jetzt natürlich einen 10-Minuten-Test. Wie realistisch ist das? Klar, wenn man etwas rendert, dann auf jeden Fall. Aber das werdet ihr im Gaming halt nie haben. Und auch hier haben wir nochmal eine kurze Übersicht mit der Wasserkühlung. Bei 150 Watt im 10-Minuten-Test 64 Grad, 180 Watt 76 Grad, 200 Watt 84 Grad und bei 220 Watt 91 Grad. Allerdings stuft er sich dann immer mal wieder auf 60 Watt runter nach circa 7 Minuten. Das sieht man auch ganz schön im Diagramm von OCCT. Aber er hält sich einigermaßen bei den 220 Watt. Einen Prozessor, der sich noch mehr reinpfeift, würde ich da jetzt nicht unbedingt draufschnallen. Ich habe jetzt auch mal den Controller angeschlossen. Hier oben haben wir zwei Kontakte. Da könnt ihr potenziell den Reset-Knopf sozusagen anschließen von eurem Gehäuse. Jedes Gehäuse bringt das normalerweise mit und könnt das durchschalten. Aber hier hinten ist auch noch so ein kleiner Button, den könnt ihr dafür auch benutzen und damit einfach die Profile durchschalten, falls euer Mainboard kein ARGB hat. Ich schalte jetzt einfach mal ein paar Profile durch und dann könnt ihr euch mal angucken, was euch davon so gefällt. Das hier ist jetzt ganz normal RGB. Glaubt mir, auf der Kamera, man kann es nicht richtig gut einfangen, aber so ganz grob seht ihr dann zumindest, welche Profile verfügbar sind. Ja, ob das jetzt 55 Stück sind, ich weiß nicht. Also auf der Verpackung wurde ja damit geworben. Aber eigentlich sollte es für die meisten ausreichen. Also ihr habt jede Farbe einmal einzeln, ihr habt dann diese Effekte mit da drin. Und wie gesagt, es sieht wirklich besser aus. Auf der Kamera kriegt man es einfach nicht besser hin. Dann machen wir hier jetzt noch den Lautstärketest aus ungefähr 20 cm Entfernung. Ja, 47 Dezibel. Der Wert ist einigermaßen okay. Ich glaube, letztes Mal bei der Deepcool-Wasserkühlung hatte ich 50 Dezibel, ca. 49 bis 50. Hier haben wir 47. Kommen wir wie immer zu einem Fazit. Also der Luftkühler war auf jeden Fall in Ordnung. Er leistet das, was ein Single-Tower-Luftkühler leisten soll, sieht dabei noch einigermaßen schick aus. Klar, der hat jetzt kein RGB oder so, aber qualitativ und haptisch ist er echt gut. Dass der sich dann bei 186 Watt irgendwann ausbremst, ja, das ist völlig okay. Die Wasserkühlung, muss ich sagen, ist schon nicht schlecht. Also ich hatte ja die Deepcool jetzt vor kurzem erst im Test. Da war die Pumpe deutlich lauter als die Pumpe von dieser Wasserkühlung. Die hört die so gut wie gar nicht. Gerade wenn das jetzt nicht so ein offenes System ist, sondern verbaut ist, wird man die gar nicht hören. Die Lüfter sehen gut aus, ist aber alles Geschmackssache, ne? Ist jetzt rein subjektiv. Das müsst ihr dann selber wissen. Ich finde das geil mit diesem Doppelring. Ich finde es auch cool, einfach diese Idee hier mit diesem kleinen Stecker, dass man dann umschalten kann. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das hatte ich nur auf Platinen halt gesehen. Da macht man dann den Reset-Knopf dran und darüber schaltet man dann um. Hier ist direkt im Stromstecker drin. Übrigens leuchtet der Pumpenkopf dann genauso wie natürlich jetzt auch die Lüfter. Ihr könnt das auch noch einzeln anstecken, dann könnt ihr mit dem Mainboard den Pumpenkopf steuern und dann die Lüfter halt mit diesem, ja, Stecker. Ich weiß halt leider nicht, für was für einen Preis diese Dinger in den Markt gehen werden. Wie gesagt, Quartal 3 2024, bis dahin ist es noch eine Weile. Wenn der Luftkühler, sage ich mal so, für 25 Euro, 30 Euro zu haben ist, dann ist das auf jeden Fall gut, wenn ihr zum Beispiel ein Be Quiet PureRock 2 oder so nehmt, die sind deutlich teurer. Wenn die Wasserkühlung sich im Verkauf, sag ich mal so, bei 80, 90 Euro einpendeln würde, wäre das auch nicht schlecht. Ihr müsst natürlich damit leben, dass ihr dann Systemtreff-Logo bei euch im PC habt, aber gut, die meisten, die Deepcool kaufen, haben Deepcool-Logo und die anderen, die Asus kaufen, haben Asus-Logo drin.
Zu der Haltbarkeit kann ich natürlich nichts sagen. Wie lange hält die Pumpe? Wie lange halten die Lager der Lüfter? Da müsste ich jetzt einen Langzeittest machen über ein Jahr hinweg oder so. Aber das kann ich euch jetzt leider noch nicht sagen. Aber ich denke, Systemtreff ist es auch daran gelegen, dass die Dinger lange halten, weil sonst haben sie eine hohe RMA-Quote und das will ja kein Systemintegrator. Aber schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare, auch wie ihr die Designs findet vom Luftkühler und von der Wasserkühlung. Weil vielleicht ändern die auch mal was, wenn sie jetzt sagen, oh, ich wünsche mir aber, dass die Lüfter selber noch leuchten innen drin oder so. Vielleicht machen die das dann. Aber wie gesagt, ein bisschen Feedback ist nicht schlecht. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.